Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es scheint die Sonne, aber es ist eine Verarsche. Es ist minus 20 Grad. In der Werkstatt gefühlte, ich sag mal, minus 20 Grad. Boah, wenn ich meinen Brenner nicht hätte, dann wäre es gefühlte minus 20 Grad. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber im Witten-Ruhrgebiet haben wir Schneechaos und ich brauche da unbedingt ein Quattro. Und das erfüllt dieses Auto für 500 Euro. Turbo, Quattro, 1.8T. Jungs ist glücklich. Audi, geil. Ein Jahr statt das Auto, 500 Euro einfach zur Seite getan, weil wir ja damit ein Projekt noch vorhaben, ich und mit dir. Und das Ding haben wir einfach mal gestartet, nur einfach mal geschaut, ob noch genug Vorschutz ist. Ihr könnt das Video ja gerne anschauen. Verlinkt das Ganze hier oben. Ich werde den einmal hochheben und mal schauen, was der hat. Und dann werde ich quasi vorne, hinten einmal tiefer legen das Ganze. Wir heben den erstmal hoch. Ich hasse das. Wenn ich jetzt da drunter arbeite und ich werde nur nass. Aber ein Vorteil hat das Ganze, ich brauche nicht duschen nach da. Weil das ist schon inklusive bei diesem Wetter. Da haben wir das Problem, Fehler ist durchgebrochen da oben. Und deswegen haben wir auch diese schönen Geräusche. Und die Stoßdämpfer sind tot. Bremsen sind tot. Querlenkerbuchse auf dieser Seite ist auch nicht das Beste. Ne, ist auch okay. Ja, dann ist der eigentlich in Ordnung. Das ist ein Top-Auto für 500 Euro. Ehrlich. Aber als ich den ersten Mal gekauft habe, dachte ich, wir haben einen Turboschaden. Haben wir doch nicht gehabt, zum Glück. Ich bin gute fast 600 Kilometer gefahren mit dem. Aber ich dachte, er lässt mich im Stich und dann gab es Unwetter, Scheinwischer ging nicht und so. Auch ein cooles Video, könnt ihr euch auch gerne reinziehen. Ich werde jetzt erstmal vorne die Stoßdämpfer wechseln. Die werden wir von unserem Lupo nehmen, weil ich ja damals S3 Stoßdämpfer da eingebaut habe mit einer Tieferlegungsfedern und Sportstoßdämpfer waren da direkt verbaut. Plus die Tieferlegung vorne hinten, damit der auch schön auf der Straße klebt. Das braucht der Quadro. Ich hoffe mal, dass wir hier die ganzen Schrauben abkriegen. Die Stoßdämpfer, die sind sowas von angerostet. Undicht sind die nicht, das muss ich noch sagen. Also da würde ich die jetzt nicht schlecht reden, aber wenn ich das hier sehe mit den Schrauben, oh, das wird Spaß machen, die abzukriegen. Natürlich hat er ein bisschen Ölverlust und so. Mein Gott, 500 Euro Auto, dürfen wir nicht vergessen. Ich gebe die Bremse noch einmal eine Chance, was ich geil finde, dass wir echt neuwertige Reifen hier drauf haben. Hier auch. Also vorne, hinten, zum Glück noch Winterreifen, haben wir locker nochmal 200 Euro gespart. Hier die Federn sehen auch nicht gut aus. Die werden wir tauschen und, oh ja, ja. Und da sehen wir auch einen Federbruch. Gut, dass wir die tauschen. Und die Handbremse ist nicht fest. Und hier ist die, hier seht ihr, wie locker das ist. So muss das Ganze sein. Und hier ist der einfach nur stramm. Oh, da gebe ich euch einmal einen meisterlichen Rat. Sorry, da kriegt ihr natürlich einen meisterlichen Rat. Gummihammer. Dann gib ihm. So. Dann nehmt ihr natürlich wieder Wundermittel. Sehr, sehr viel benutzen hier. Überall, wo ihr denkt, ihr braucht es. Hier, hier. Aber das müssen wir ja heute alles abmachen. Guck mal, wie das Wasser hier runtergeht. Seht ihr das? Och, ach, das Ding ist hier gerissen. Ah. Ja, da müssen wir noch mal dran. Der ist so auf Spannung. Ja, ich weiß nicht, ob er hier einen riesen Unfall hatte, weil Kotflügel ist ja nicht original. Die Tür und so, aber das juckt mich die Bohne. Das müssen wir auch noch machen. Bei dem Sattel müsst ihr aufpassen, wenn es nicht geht, müsst ihr den auf jeden Fall erneuern. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, sprüht das Ganze hinten ein. Klopft da hinten mit ein bisschen Hammer und dann macht es ein bisschen gängig. So, ich zeige euch mal, wie ich das gängig mache. Shit. Das war mein Handy. Seil erstmal ein bisschen zur Seite machen. Dann runter, hoch, runter, hoch. Bis der selber wieder zurückkommt. Ja, das war's. Später schauen wir mal, ob wir die Bremswirkung auch haben. Diesen Bremssattel irgendwann tauschen müsst, warum auch immer, wechselt diese Leitung mit. Weil diese Leitung geht sehr, sehr oft kaputt. Ich sage euch auch warum. Wegen diesen Punkten hier rostet der gerne. Und dadurch verliert er irgendwann Bremsflüssigkeit. Da müsst ihr aufpassen, bei beiden Seiten. Hier seht ihr das auch ganz, ganz gut. Hier verliert er irgendwann, da auch, da hinten auch. Federn sind raus. Hier seht ihr, der ist abgebrochen und da kommen die neuen rein. Das sind die, nicht, das sind nicht originale, das sind auch tiefer gelegte. Hier seht ihr auch den Unterschied. Die werden wir einbauen. Die sind auch nicht die besten,
Aber besser als gar nichts erstmal. Die Federn habe ich schon eingesetzt. Ihr seht die Schrauben von dem Stoßdämpfer. Die sind durchgerostet bis zum geht nicht mehr. Mal schauen, was Mr. Duitz, ja, Teil hier sowas bringt, ne? So viel ist rausgegangen. Natürlich, die Schrauben sind nicht die besten. Aber Rost ist komplett weg. Ja, normalerweise braucht man neue Schrauben. Muss ich mir welche besorgen. Aber das Teil von Mr. Duit ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also Rost ist weg. Aber natürlich ist das kein Wundermittel. Also er wird die Schraube nicht nagelneu machen. Das ist angefressen. Aber ich finde schon geil. Wie der vorher und nachher. Ja, ja, doch. Sieht man schon. So, Stoßdämpfer sind fertig. Das sind gekürzte Stoßdämpfer. Ja, hinten sind die auch fertig. Also die Reifen drauf, vorne nochmal fest. Alles nochmal kontrollieren, ab, runter. Und dann bin ich mal gespannt, wie tief der ist. Hui. Okay. So, Vorschutz habe ich drin. Neue Batterie ist drauf. Ist zwar etwas kleiner, aber ist nicht schlimm bei Benziner. Ja, das war's. Jetzt machen wir Probe. Die Bremsen werden wir einfahren erstmal, wie gesagt. Und wenn es nicht reicht, ich habe immer noch Powerdisc da, das können wir immer noch tauschen. So, was ich jetzt zurzeit ausgegeben habe, 10 Euro Batterie. Die Stoßdämpfer kamen von meinem Lupo, da habe ich auch kein Geld ausgegeben. Hinten die Bremse habe ich auch gängig gemacht, bisschen Frostschutz reingemacht. Okay, sagt 20 Euro. Eine Stunde Arbeit, Federn gewechselt, Stoßdämpfer gewechselt. Hinten hat man einen Federbruch gehabt. Hier sieht das so original aus. Kein Federbruch. Hier haben wir einen Federbruch, das sieht ihr sehr schön. So muss die Feder aussehen zum Schluss. Und da ist der gebrochen. Ups. Danach fahren wir Probe. Und ich bin mal gespannt, was ihr zu meinen Experten sagt. Mein persönlicher Experte. Grüße an die ganzen YouTuber. Ich finde den Audi so geil. Ne, der kostet nichts. 500 Euro. Allein das hier. Getriebe nochmal 500 Euro. Dann Differential 300 Euro. Dann habt ihr noch jede Menge Sachen. Scheinwerfer, Kotflügel, Motorhaube und, und. Ihr wisst gar nicht, wie viele Sachen man hier verkaufen kann. Für so viel Geld. Ich weiß es, weil ich habe so ein Auto schon mal zerlegt und sehr viel Geld damit gemacht. Und der hat auch noch 450 Euro gekostet. Ich liebe das Auto jetzt schon. Ja, bis gleich. 340.000 gelaufen. Motor läuft 1A. Getriebe schaltet super. Turbo hört man aber, ne? Man hört, wie der Turbo halt ein bisschen pfeift. Aber darf dann natürlich haben bei 340.000. Das ist ganz, ganz normal. Ja, ich bin beeindruckt. Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, also der lässt sich jetzt richtig geil fahren. Ne? Ehrlich, nur Federbruch. Sonst hatte ich nichts gehabt an dem Fahrzeug. Krass. Also wenn man jetzt genau nimmt, vorne, hinten die Bremse könnten wir erneuern, aber das war's auch. Sonst würde ich da auch nichts machen. Heckantrieb kommt da nicht raus. Ja, Kollege, du brauchst Quattro. Wir sind jetzt eine Runde damit gefahren und ich bin der Meinung, Hammer, für 20 Euro schnell repariert, 520 Euro kostet das Ding mich jetzt und das ist ein Audi Quattro. Was sagt unser erstklassiger Experte dazu? Und jetzt will ich euch einmal den Experten zeigen, seine Meinung zum Auto sagt. Und? Ich finde jetzt Auto so ein bisschen öde schon. Also es gibt vier Dinge daran, die komisch am Auto sind. Erstens finde ich es nicht gut, dass hier keine Dinger zum Hochmachen sind. Was für Dinger zum Hochmachen? Auch dieses Ding zum Beispiel ist auch nicht so schön.
Und naja, das andere Zeug habe ich jetzt vergessen, wenn ich es jetzt wieder sehe. Wie lässt er sich im Schnee das bewegen? Das ist das Coole daran. Ja, auch er ist schnell. Der wäre also gut am Sommer. Also im Sommer wäre es. Warum im Sommer? Das ist ein Quattro, Allrad. Ist das nicht besser im Winter, so ein Auto? Er rutscht doch immer aus. Nein, aber der hat Allrad. Guck mal, der Polo hat Frontantrieb. Und der hat alle vier Reifen drin bei dem. Oh, alle vier Reifen? Okay, ich mag sie ja schon, wenn alle vier Reifen drin. Ist echt cool. Gefällt mir. Gefällt mir echt. Und das andere, diese Kabel da, gefällt mir auch. So bunt, ich mag bunte Sachen. Was würdest du für das Auto ausgeben? Für das ganze Auto würde ich jetzt auch 500 Euro zahlen oder vielleicht 400 Euro. Ich glaube 400 Euro. Ja, okay. Aber ich bedanke mich, dass du da warst. Du bist erste Klasse, bist du, ne? Ja. Also erstklassiger Experte. Ich danke, dass du deine Zeit genommen hast. Du bist von Weitem gekommen, extra, damit du das Auto für mich abcheckst. Dankeschön. Ist eine ganz große Ehre für mich. Und falls du irgendwann noch mal ein Eis oder so brauchst, sag Bescheid, dann gebe ich dir ein Eis aus. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Leute, okay? Es war mir wirklich eine große Ehre. Tschüss. Tschüss. Bester Mann, ja. Das ist ein Experte und nicht so wie die anderen.